Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Diablo. Wir stehen vor der nächsten Krypta. Hoffentlich die richtige. Der ist schon drin, war leider. Mein Schneeball macht komische Gedanken. Dem geht's nicht gut. Ich habe die Hälfte der Krypta auch übersehen. Wir müssen hier lang. Hier, da sind keine Monster mehr und ich habe die Hälfte einfach übersehen. Ja. Und wieso, bitteschön, habe ich jetzt einen Skelette geheilt? Na, weiß ich nicht, weil die auch leben. Warte, ich muss was. Kurzstab. Ich habe den Eingang gefunden. Der hat ihn gefunden. Nachdem ich davor dran vorbeigelaufen bin. Es macht es sogar Sinn mit dem Stab hier, was ich habe. Ah. Flieg, mein Hundchen, flieg! Flieg! Oh. So, was haben wir denn wieder ausgerüstet? Helme haben wir ausgerüstet. Kronen. Kann man eigentlich auch eins ablegen? Warte mal. Du kannst alles ablegen. Warum? Was willst du ablegen? Da liegt ein Schlagring, den du haben kannst.
wenn du willst. Ich weiß nicht, brauchst du was davon? Ich sehe nichts. Du willst nicht sagen, ich habe so einen riesen fetten Haufen, du siehst nichts. Nein, ich sehe nichts. Nimm mal die Eis wieder auf. Hast du meinen Schlagring nicht gesehen? Nö. Na, dann müssten wir das vielleicht in der Stadt machen. Nein, normal, wenn es fallen ist, dann ist es so gut. Mitten rein, es gibt Dummel! Warte, bevor du was machst. Warte! Ja. Mach dies, mach das, warte, komm mit. Bin ich dein Hund? Puff! Ah, ich habe einen Ausgang gefunden. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Auf jeden! Geschafft. Warte. Ich habe irgendwas freigeschaltet hier. Das Portal. Von euch verursachter Schaden reduziert den von Gideon verursachten Schaden 4 Sekunden lang. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Ja. Es ist gescheit dabei hier. Bist du schon wieder draußen? Mhm. Du kannst jetzt teleportieren. Wa. Ich gehe mal davon aus, dass du schon wieder in der Stadt bist. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich es abgeben muss. Mach ich gleich, warte. Hier gibt es das Map hier. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Verkaufen wir erst einmal hier alles. Wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? 9000, das wird der Reiche. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Und das wird es auch. Ihr werdet für mich Waffen herstellen, mit denen ich meine heilige Pflicht erfüllen kann. Upgrade! Ist jetzt die Frage, was wollen wir jetzt machen? Ich glaube, ich tue meine tue meine Fahne ein bisschen ändern hier. Machen wir das schwarz, haben wir hier. Das ist rot. Was haben wir denn hier? Der Engel ist gleich. Totenbeschwörer.
Ja, komm, mach ein Paradies. Was gibt's denn noch? Ja. Wir bearbeiten jetzt mal meine Fahne. Schädel und Banner! Herz und Dolche. Ja. Drache bleibt auch. Wieso eng ist gleich? Sparen, Weiser, Adlig, klassisch, Puralisch. Ankettet, Heilig. Moradisch, hochgeboren, königlich, kaiserlich. Da habe ich ja alles nicht. Majestätisch, Halbmond, Totenbeschwörer. Ich hatte ja auch mal Halbmond, oder? Ein Drache ist doch eigentlich majestätisch, eigentlich, oder? Mhm. Ja, ne? Dunkles Blut. Ich meine, muss das so sein, warte mal. Das ist rot. Aber sieht man so schlecht, oder? Andersrum sah es besser aus. So, das ist schwarz. Du siehst es ja auch bei mir, oder? Wie sich das ändert. Ja. Deswegen sage ich ja, andersrum sah es besser aus. Also. So sieht es auch geil aus eigentlich, oder? Ja. Hat sich da was geändert? Ja. Theoretisch, aber müsste es komplett andersrum sein. Normalerweise müsste das schwarz sein. Aber warum? Das schwarz sein. Es geht schon wieder raus, gibt's ja nicht. Und das müsste rot sein. Normalerweise müsste es so ausschauen. Nee, also sieht man den Drachen. Ja, ich weiß. Aber es ist halt. Also streng genommen müsste ich das nämlich so machen, aus dem Grund eigentlich, weil mein Drache eigentlich eher oft mit meinem Logo schwarz ist. Und der Rest rot, der Hintergrund. Nee, das ist der Drache, oder? Was ist das da? Was man vielleicht noch machen könnte, ist vielleicht noch blau noch irgendwie. Das sieht auch geil aus. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Blau-grün. Also du musst ein bisschen helfen jetzt, mit dem, was jetzt besser ausschaut jetzt hier so. Tu ich doch, indem ich um dich herumlaufe. Nein, ich schau bitte auf meine Flagge schnell, was für ja, dich. Ja, ich schau mal. So sieht's doch gut aus. Ich weiß nicht, wie findest du das eigentlich, dass es mit blau ist? Mitternachtsblau oder? Wie ist es blau? Schwarz, oder? Nein, blau. So. Das ist deine Flagge. Du musst wissen, wie sie am besten aussieht. Schau dir meine an, dann weißt du, wie sie nicht aussehen sollte. Möchtet ihr Vika Games im Gebiet Neu-Dristram unterstützen? Hey. Nee. Soll die das mal alleine machen? Stimmt ja, wir könnten es eigentlich gehen und Dingsen verwandeln. Wandern? Neue Ausrüstung! Ich verwandle mich jetzt. So, fangen wir mit den Schuhen an. Fruchtschicht tauschen für diese paar Stiefel. Ja.
Ja, ich kann es mir Hose kriegen, das ist schlecht zahlen eigentlich. Ich muss. Ich weiß schon, wie ich diese Folge nennen werde. Einkaufsbummel. Matze geht einkaufen und ich stehe nebenan. Solange du einkaufst, kann ich ja ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ja, das sieht ja schon geil aus, aber es sind 50.000. Ich warte auf ein Ja oder ein Nein von dir. Ja, ja. Ja, ja. Also ich liebe ja Eulen. Ich mag Eulen total gerne und jetzt habe ich angefangen, aus Wolle kleine Eulen zu häkeln. Und die sind echt süß. Jeder will so eine Eule haben. So, jetzt bin ich pleite, jetzt hab ich nichts mehr. Gucken, wie ich ausguck. Wow. Ja, muss auch mal sein. Jetzt bist du dran. Ich hab kein Geld. Wie, du hast kein Geld? Ich hab kein Geld. Ich kann mir... Das gibt sogar was. Muss ich gerade nicht die Sachen nehmen, was für 50.000 sind? Nein. Ich habe einen neuen Hut. Das ist nicht möglich. So, was haben wir jetzt eigentlich noch? Möchtest du noch weiter aufnehmen? Oder sagst du, das ist eigentlich jetzt schon wieder Schluss eigentlich für diese Folge? Wir hätten eigentlich jetzt noch 10 Minuten noch, aber... Aber wir haben die vorherige Folge länger gemacht, also müssen wir das ja wieder ausgleichen. Nee, sowas gibt's bei mir nicht. Ich habe kein Geld mehr. Ich auch nicht. Ich bin pleite. Ich habe nur noch 700 Euro. Lasst uns die Quest noch abholen. Ich habe die Krone gefunden. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Es scheint, als gäbe es keinen anderen Weg, zum gefallenen Stern zu gelangen. Und bis jetzt. Los geht's. Los geht's! Ich geh da lang. Ist schon. Hi. Lass mich rein. Werden das schon ein paar längere Folgen hier? Ja, die Stimmen sind wieder da. Ich habe einen Kobold. Ich auch. Meins. Nervt's nicht. Überdenkt euer Vorhaben. Ja, ist eingesammelt. Hahaha. Bei mir liegt auch noch mein Anteil rum. Ah, also, oh, verdammt. Tu mal nicht so. Hui. Hier wird, wie gesagt, schwesterlich geteilt. Das ist meine. Jetzt gerade aus den Erfahrungspunkte, die gibt's nicht umsonst. Hi.
Ich geh mal da hinten hin. Weg im Warten. Ich muss da doch was ändern, weil das ist zum Kotzen hier. Was stört dich? Das da. Ich hab das nicht mehr. Von da kann man doch, gell? Ja. So, ich geh mal da geradeaus. Wo gehst du hin? Kommt einfach mal zusammen. Nachher finde ich schon wieder den richtigen Weg, aber ich sehe ihn einfach nicht. Ich glaube, wir sind hier richtig. Nein, ich glaube, da müsste es normalerweise, glaube ich, jetzt der Templer kommen. Oder? Der kommt in die Ecke. Aber ich weiß, dass wir in dem Loch vorbeilaufen müssen. Und hier ist ein Channel. Halt, hier geblieben. Renne, du Hund! Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Warum muss das hier auch so riesig sein? Keine Ahnung. Cool. Sonst du aber weg hier. Hallo, warte. Beifuß. Komm her, Hündchen, ich habe einen Knochen für dich. Nein. Doch. Wenn du nicht so schnell bist. Ey, ich habe 7% mehr Geschwindigkeit drauf wie du, ja. Halt, ich bin abgebogen. So dumm, was die komischen Geräusche. Nein, also die komischen Geräusche machen deine Freunde. Nein, also du machst diese Blitzgeräusche. Ach, die Geräusche. Na gut. Alles gut. Halt die Geräusche verbunden. Aber es regt sich wieder grüne Dinger. Ich glaube, wir sind wieder falsch abgebogen. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter.
Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Tja, wo sind wir denn falsch abgebogen? Wir haben nicht den Weg wir sind an der ersten Ecke falsch abgebogen. Wir haben da die zweite Ecke. Tja, auf den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Welche erste Ecke? Aber selbst wenn wir den gefunden hätten, hättest du gesagt, lass mal wieder zurücklaufen, weil hier. Da hinter der Tür geht's weiter. Lalala. Eine Minute noch. Ja, und wir jetzt? wir haben den Pfeil. Ja, jetzt. Oh nein. So, die machen wir noch, ne? Und dann haben wir genug für heute getan. Nein, wir müssen nämlich das Speichern noch irgendwo. Ja, der Speicher ist ja vor der Tür gleich. Wenn du dich jetzt die Tür stellen würdest, dann... Ne? Ja, ja. Ah, wartet noch kurz, ich hab noch. Ich bin Level 10 und hab. Ich mit dem Klammer. Bist du Level 10? Ja, glaub schon. Ein Wecker klingelt. Ja, ich weiß. Also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis demnächst. Bye, bye. Tschüss.